Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von War Tales. Wir befinden uns immer noch mitten in der Region von Uldren, was auch sonst, und haben uns befinden uns aktuell im Lager des Neprun-Clans. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte, wo wir mittlerweile sind. Wir sind ja hier auf unserer World Domination Tour oder Welterkundungstour. Wir sind hier oben. Das hier scheint wirklich der Rand des Gebiets zu sein, deswegen ich versuche dann irgendwie mal in die Richtung hier zu kommen und zu schauen, wie weit es noch hier rüber geht. Ich glaube allerdings nicht arg weit. Hier unten vielleicht noch ein kleines bisschen, aber ich denke, dann haben wir weitestgehend mal alles erkundet. Hier hinten vielleicht auch noch, wobei hier hinten war nichts. Hier war bloß das verfluchte Dorf von Zirse. Mehr war hier hinten auch nicht. Aber den Teil hier müssen wir auf jeden Fall noch erkunden. Wir stehen allerdings hier auch direkt an einem Questgeber. Und deswegen gehen wir mal direkt hier zum Markt des Schweinhorngeweihs. Schweinhorngeweih, das ist natürlich schön. Also ein Schweinhörnchen. Und reden hier mit Brigta, dem Häuptling des Neprun-Clans. So, ihr seid trotz der Krokopusse reingekommen. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Diese verfluchten Bestien bleiben sonst immer im Sumpf. Seit Tagen greifen sie jeden an, der versucht, das Dorf zu verlassen, und sobald wir nicht aufpassen, versuchen sie, in die Häuser zu gelangen. Die Lage ist fatal. Wir haben kein Holz mehr, um das Signalfeuer zu entzünden, und wir sind zu wenige, um durchzuhalten, bis Verstärkung kommt. Jede Hilfe wäre willkommen. 100 plus 20 plus 20, wir brauchen... Das ist ein Deal, ne? Wie gütig von euch. Zuerst müssen wir uns um das Signalfeuer kümmern. Du brauchst 20 Holz? Gut, dass ich 20 Holz habe. Treffen wir uns vor dem Feuer. Ich werde alles vorbereiten. Okay, das... könnten wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Es wird doch nicht lange dauern. Okay, das ist jetzt überraschend. Stimmt, ohne Aufsehen zu erregen. Genau da, wo du mich angesprochen hast. Vor deinem Zelt. Ja. So wie mal dazu. So, möglicherweise bin ich überhaupt kein Händler. Und vielleicht besteht zwischen mir und dem Krokopus-Angriff eine gewisse Verbindung. Also gut, ich gebe es zu, es ist alles meine Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht, es war ein Unfall. Ich dachte, dieses Experiment würde keine Gefahr darstellen. Ich dachte, die Reagenzien seien sicher, aber ich habe mich verkalkuliert. Ich bin ein renommierter alasarischer Gelehrter. Ich habe einen Professor an der Universität inne, aber diese Barbaren bedeutet das nichts. Wenn sie herausfinden, dass ich für ihre Probleme verantwortlich bin, werden sie mich hängen. Lasst mich heimlich davonschleichen, bevor sie noch Fragen stellen. Lenkt sie ab, wenn die Verstärkung eintrifft. Ich flehe euch an, ich habe eine Familie. Ja, 150 ist ein Deal. Ja, hau einfach ab. Perfekt. Das Öl und das Holz sind an Ort und Stelle. Sobald sie das Signalfeuer sehen, werden der Jepple-Clan und der Garusa-Clan uns zur Hilfe eilen. Dann werden wir genug Leute haben, um die Krokopusse zu töten. In der Zwischenzeit hängt alles von euch und euren Waffen ab. Flammen machen die Krokopusse rasend wild. Sobald die Flammen lodern, werden sie angreifen. Stellt euch. Es wird ein langer Kampf. Ihr könnt das Signalfeuer entfachen, sobald ihr bereit seid. Jo. Wenn es hier eine Dings geben würde, würde ich mir noch kurz entspannen und nochmal ein paar Tapferkeitspunkte sammeln, aber... Wir ziehen einfach mal direkt los, hätte ich gesagt. Dreizehn Krokopusse. Das wird schon ein bisschen heftiger, oder? Kann das sein? Täusche ich mich hier? Und ich habe jetzt schon ausgewählt, ich kann nicht abbrechen. Oh Mann. Wäre schön, wenn man sich manchmal noch umentscheiden könnte. 101! Oh, no joke, oder? Oh, Backe. Gut, ich muss erstmal alles organisieren. So, wir fangen erstmal hier an. Gut.
Zwei Krokopussis. Nun ja. Zwei weniger ist auch gut. Das sind aber echt eine Menge. Oh ja, gut. Lauf irgendwo durch, wo du Schaden kriegst. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Der gute Wanderold. Ne? Mal hier hin. Und dann... Doppelten Blutungsschaden. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr gut. Und ein Krokopus weniger. Da kriegt er einen Blutungsschaden ab. Das mag ich jetzt natürlich ganz arg. Das müsste eigentlich ein Instant-Schaden oder ein Instant-Schlag sein. Okay, vielleicht wird es doch ein bisschen einfacher als erwartet. Aber ich habe schon so ein bisschen Bammel, ne? Das ist, ist jetzt ja nicht so, dass da wenig Gegner wären. Da mal angreifen. Danke. Solange diese Krokopusse sich hier oben befinden, bin ich super entspannt. Und lasst uns einfach in Ruhe. Ihr könnt ja echt ein bisschen mehr Schaden machen, also. Nun gut. Die laufen da oben rum. Das ist in Ordnung. Die drei Schaden, die vertragen wir. So, und der rollt muss jetzt auch noch irgendwo hin. Die sind eigentlich schon, da müssen wir mal hier ein bisschen in die Richtung unterstützen. Und dich lassen wir einfach mal hier durchlaufen. So, ihr lauft auch da oben weg. Soll mir recht sein. Er fühlt sich beleidigt, deswegen... Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als durchzulaufen. Oh, 52. Nicht schlecht. Und ordentlicher Blutungsschaden. Er ist also doch mit sowas zu gebrauchen. Wir laufen jetzt ernsthaft komplett da außen rum, oder wie? So, das wird euer Ende sein. Naja, vielleicht nicht ganz. Wen nehmen wir denn als nächstes? Die Ina. Die dürfte... Ja. Perfekt. Die können wir dann gleich auch auf die Jagd schicken. Denn mit dem Instant-Schaden sollte das echt einfach sein. Und damit haben wir auch den Krokopus schon angelockt. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass das reicht. Scheinbar nicht. So. Mal sie hier auch mal in die Richtung. Minus 15, okay. So, einmal wieder Galvanisierung.
lass mal ihn mal hier durchlaufen. Kann ich das nicht? Seht ihr das? So. Sehr schön. Und du drehst jetzt auch um. Perfekt. Ja, die kriegen jetzt schon ein bisschen... kriegen jetzt schon ein bisschen Schaden. Das ist nicht so ganz optimal. Ich muss nämlich hier komplett drum rumlaufen. Okay, alles was da drin steht, kriegt ordentlich Schaden. Verbündete Eilen zur Verstärkung. Ach, das ist ja cool. Eine neue Runde beginnt. Das ist schön, dann können wir uns endlich mal hier rausbewegen. Na, perfekt. So, nehmen wir jetzt mal die Ina. Die dürfte hier mal... welches Schweinchen? Dieses Schweinchen. Blocker. Also das ist dann wohl einer der beiden Clans, die wir mit dem Signalfeuer gerufen haben. Finde ich schön, dass die uns jetzt hier helfen. Wird ja auch mal Zeit. Bevor wir hier noch mehr Schaden bekommen. Das hat... nee, also wenn, dann... wenn, dann machen wir das hier auch noch komplett fertig. So, noch ein toter Krokopus. Noch ein toter Krokopus. Dann lass uns mal hier drum rumlaufen. Dass wir hier zum letzten Krokopus. Jetzt wäre natürlich auch die Frage, was ist denn der Plural von Krokopus? Krokopussi? Ich spreche das jetzt nicht aus. Aber ihr wisst sicher, was ich sagen wollte. Ja, nicht Krokopus, Krokoporkus. Was denke ich denn die ganze Zeit? Bin aber auch heute ein bisschen drauf, ne? Also diese Moskitos, die sind auch echt richtig nervig. Ah, seht ihr? Jetzt hat es gegriffen und er hat mit dem Schaden, den er verursacht hat, gleichzeitig auch noch oder sich auch noch geheilt. Das ist sehr cool. Ihr habt es geschafft, Söldner. Ihr habt uns alle gerettet. Die anderen sind bereits auf dem Weg zum Markt. Schließen wir uns ihnen schnell an. Gerne. Markt? Grüß Gott. Ihr erinnert euch doch noch an unsere Abmachung, oder? Na los, lenkt sie ab. Ich muss mich aus dem Staub machen. Nochmals danke. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ah, ich hätte mir unterwegs beinahe das Bein gebrochen. Aha. Reden wir mal ganz kurz mit denen oder schauen wir mal, was die so zu sagen haben. Auf euer Wohl, Söldner. Ja, danke. Danke, danke. Seid nicht schüchtern, Söldner. Bedient euch. Dieses Festmahl wurde für euch zubereitet. All das geschieht euch zu Ehren. Ohne eure Hilfe legen wir jetzt alle in den Bäuchen dieser Krokopusse. Krokoporkusse, Herrgott. Ihr seid nun Teil des Clans, der Familie sozusagen. Also nehmt dieses Geschenk bitte als Zeichen. Okay. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, sowas macht man nicht. Dieser Mistkerl ist für all das verantwortlich. Beim Schweinhorngeweih, schnappt ihn!
Wir regeln das ohne Richter. Wird nicht lange dauern, versprochen. Sein Tod wird die Feier umso ausgelassener machen. Upsi. Und wir haben die ersten 20 unserer Questreihe durch. Das ist auch sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Jetzt lasst uns mal schauen. Genau, die Fischerei, da waren wir schon. Hier ist der alte idoranische Wachturm. Und hier müssen wir auch noch hin. Den Mann. Den alten Mann. So, wir gehen. Die Krokoporkusse sind... Hey, und ich habe es mal richtig ausgesprochen. Krokoporkusse. Bin ich wirklich stolz auf mich. Sind weg. Aber da hinten geht es nicht weiter. Hier müssen wir uns allerdings nochmal die Frage stellen. So, das hier geht. Wir machen hier oben vielleicht noch ganz kurz eine Rast. Prozent Gefahr. Ich hätte gucken sollen, bevor... Sollen wir gegen die Kardinalmoskitos noch kämpfen? Wäre gar nicht so schlecht, weil wir bräuchten ja sowieso noch für die eine Quest weitere Moskitostacheln. Damit allerdings keine Tapferkeitspunkte. Ach, komm. Wir sind mutig. Wir sind die Gefährten. Das sind mal eine Menge Moskitos, ne? Ja, Überraschung, erlittener Schaden um 10%. Ja, verdammt. Sort was langsam nach vorne. Ach stimmt, die pieksen uns ja direkt und saugen uns ja direkt Lebenspunkte ab. Das ist echt uncool. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Machen hier irgendwas mit extrem viel Massenschaden. Flächenschaden. So. Je mehr wir kaputt machen, desto besser. Du bist in Reichweite. Langt nur für... Dafür langt's. So, jetzt darfst du. Kannst du direkt hier draufhauen? So viel zu deinen Blutreserven. Ja, also ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Das wird nur ein bisschen Zeit kosten. Noch 13 Moskitos offen. Immerhin, wir haben noch genügend Lebenspunkte, wenn sie uns wirklich nur so wenig abzapfen. Aber wir bräuchten wirklich was, was mehr Flächenschaden macht. Gerade für sowas. Ja, da wir ja noch ein paar Gefährten in Anführungszeichen übrig haben, müssten wir uns da vielleicht mal Gedanken machen in der Richtung. Sowas hier ist natürlich sehr, sehr praktisch.
So, er ist wütend. Schaden des nächsten Angriffs um 50% erhöht. Ja, das wird irgendeinen hier nicht freuen. Und ich glaube, das bist du. Falls du es überhaupt bis dahin überlebst. Und das hier wird sitzen. Das ist ziemlich sicher. So, da mal ein bisschen frei gemacht. Meinst du, dem Kampf hier gibt es wirklich nicht viel zu sagen? Wer die letzten Folgen oder einige der Folgen gesehen hat, die ich auf YouTube hochgeladen habe, der weiß ganz genau, wie die Kämpfe hier funktionieren und wie die Kämpfe aussehen. Und da ist das hier kein, sag jetzt mal, nichts Neues, was hier auf euch zukommt. Sag mal, du. Jetzt du. Uns direkt hierhin bewegen. Zapf gerne was von uns ab, wenn du magst. Macht er nicht, sondern er zapft von ihm ab. Er rächt sich aber gleich mit Riposte. Das ist sehr gut. So, da werden wir uns dann hier auch mal einmischen. Und den anderen, den können wir auch noch mitnutzen. Optimal. So, das ist doch perfekt. Müssen wir uns nur noch hier hin bewegen. Die Frage. Reicht das? Ja, es reicht. Da war ich mir nicht sicher, ob das wirklich komplett ausreichend ist. So, und ihn bewegen wir hier hin. Der kann noch ein bisschen was aushalten. Lenkt die auf jeden Fall soweit schon mal ab. So, dann können wir hier auch noch mal ein bisschen mitspielen. Schmeiß mal das da rein. Nutzen das hier an. Heilen uns wieder ein bisschen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Das muss ich wirklich sagen. So. Inquisitorin Aurea hat auch ein bisschen was abgekriegt. Ist aber nicht so tragisch. So, können wir dich noch ausnocken. Also wenn du wirklich möchtest, dass du jemanden, also wenn du wirklich jemanden mit einem einzigen Schlag niederstrecken willst, dann holst du dir einfach die Ina ans Haus. Das ist dann völlig ausreichend. So, wer ist als nächstes dran? Du bist dran. Ja, haben wir jetzt zwar den Otus mal mitgetroffen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das wird der Otus verkraften. So, sind wir fertig. Die letzten vier. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. So, Nummer eins. Nummer, ja. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn das noch funktioniert hätte. Das können wir mal so einfach reparieren. Nummer 2. Und Nummer 3. Ne, die letzten will ich jetzt aber auch noch. Dafür akzeptiere ich auch die paar Schaden.
Und Nummer 4. Perfekt. So, wieder zwei Levelaufstiege. Wir haben wieder 8 Moskito-Stechrüssel. Wir haben mehr Kadaver. Das bedeutet, wir können jetzt diesen Auftrag zum Beispiel schon mal beenden. Aber lass uns in der Zwischenzeit einfach mal ganz kurz hier schauen. So, kriegen wir hier Verfassung. Ah. Da steigen unsere Ponys auf. Kritischer Treffer. Okay. Ah, Renndauer erhöht. Die Ermüdungsdauer des Trupps nimmt um 10% langsamer zu. Oh, das ist ja cool. Oh, wenn wir das pro Dings machen. So, machen wir erstmal das hier einmal und einmal. Oh, das ist aber geil. Da möchte ich aber dann noch mehr Ponys haben mit den Fähigkeiten, wenn es alles aufeinander ist. Wenn es stackt, dann wird es geil. Okay, Barat, du kriegst jetzt erstmal ein bisschen mehr Schaden. Das hast du dir verdient. Und ja, Ina, du kriegst jetzt auch mal ein bisschen Willenskraft. Die hast du ebenfalls verdient. Dass wir nämlich in der Zukunft vielleicht mal die ein oder andere Möglichkeit haben, hier diese netten Erkundungsmissionen zu machen. So, ihr seht schon, wir können wesentlich länger rennen. Das ist sehr geil. Das ist wirklich extrem geil. So, wir müssen hier runter. So, ich würde es gerne hier schaffen, hier vorbeizukommen, das Eisen schnappen, ohne dass wir hier mit den Krokos zu viel zu tun haben. Okay. Wir lenken sie ab. Die 15 Räucherfleisch können wir jetzt entbehren. Das muss jetzt nicht sein. Hier laufen wir drumherum. Ist die große Frage, wie kommen wir denn hier hoch? Kommen wir hier hoch? Nee. Wir müssen hier irgendwo außen rum. So. Haben wir es geschafft, um umzukommen. Steinernes Gericht. Da waren wir noch nicht, oder? Ach, guck mal hier. Da ist ja auch das Kopfgeld für diese eine Bande. Und die beiden nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da wir definitiv noch mehr brauchen und man auch vom alasarischen Pulver wohl nicht genug haben kann, bin zwar noch nicht so hundertprozentig sicher, was wir das alles benötigen, aber wir werden hier erstmal ganz kurz Rast machen. Beziehungsweise hier haben wir ja damals auch die gute Inquisitorin mitgenommen. Hier brauchen wir ja gar keinen Einfluss für. Fällt mir gerade ein. Haben wir hier eine Schwertkämpferin Stufe 4. Die war einfach nur gegen Gold. Ein Speerkämpfer. Trunkenbold. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Hatte zwar eigentlich gute Eigenschaften, aber, und ein hohes Level, aber ich will eigentlich nicht bei jeder Mahlzeit zwingend genötigt sein, Alkohol auszuschenken. Langfinger. Kosten plus 3 Gold. Oh ja, klasse. Klasse, klasse, klasse. Kostet uns also noch mehr. Hat also seine Vor- und Nachteile. So, Gefangene übergeben haben wir aktuell nicht. Wir müssen aber eh ein kleines Päuschen einlegen an der Stelle. Die sind ja schon wieder müde. So, durchschnittlich 10% Gefahr. Hoffen wir mal, dass es hinhaut. Haut hin, haben wir überstanden. Mal auf jeden Fall mal die ganzen Sachen hier rüber packen. Wo
muss sowieso nochmal schauen, wo wir denn eigentlich jetzt die Sachen abgeben müssen. Das kann man alles rüberpacken. Das ebenfalls. Das hier auch. Da haben wir auf jeden Fall schon wirklich ein paar ganz gute Sachen in unserem Inventar. Einige Sachen im Inventar. Bei Gott. Die Sachen müssen wir irgendwann nochmal loswerden, ne? Wir müssen dringend auch mal ein paar neue Sachen kochen. Auch echt mal ein paar neue Rezepte. So, lass uns noch mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Da liegt eine Leiche. Die haben wir noch nicht gesehen. Oder die hätte ich noch nicht beachtet. Ist noch entsetzlicher als seine Wunden. Ja gut. Holz aufheben. So, hier drüben ist noch was. Oh, ich glaube, das ist unsere Erdenlaser-Mission. Das sieht nach unserer Fährtenlaser-Mission aus. So, wo führt sie uns denn hin? So, müssen wir hier noch... ich glaube, das war... War das hier der Quest? Belohnung Donner der Moore. Das waren diese 20 Stechrüssel. Haben wir die 20 Stechrüssel nicht schon zusammen? Aber wir haben genau 14. Super. Also, dann brauchen wir noch welche. Aber dann weiß ich zumindest schon mal, wo wir den Quest abschließen. Okay. Komm, wir lenken wir nochmal ab. So, lasst uns hier nochmal weiterlaufen. Okay, hier ist nichts. Und hier können wir auch nichts auswählen. Einmal ganz kurz Pause machen. Ich will nochmal ganz kurz in den Inventar schauen. Die Fettkrallenhöhle von Uldrin und zwischen dem Zuchthaus und der Fettkrallenhöhle liegt, sollte die Phantomhäute dafür verantwortlich sein. Werdet ihr bis zum Anbruch der Nacht warten müssen. Oh ja, bis zum Anbruch der Nacht Phantomhäute. Die muss dann aber eigentlich irgendwo hier auftauchen. Hätte ich jetzt pauschal gesagt, oder? Müsste sie ja eigentlich. Naja, das werden wir bald sehen. Freunde, wir sind wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen in unserer Erkundung. Ich denke, wir haben bis auf einen gewissen Teil, wo wir nochmal schauen müssen, hier, weitestgehend mal alles erkundet. Hier gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu sehen. Schauen wir mal, questtechnisch gesehen, Hauptquests sind wir ein bisschen vorangeschritten. Wir haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit, in der nächsten Stadt, die wir dann auch in der nächsten Folge besuchen können, einen neuen Gefährten anzuheuern, um hier unseren aktuellen Bedarf mal wieder so ein bisschen aufzufüllen. Wir wollen natürlich auch noch versuchen, den Jagdquest der Fährtenleser zu erfüllen. Da bin ich mal gespannt. Der hat uns hier hingeführt. Die Frage ist, führt ihr uns hier hin oder führt ihr uns da oben hin? Ich glaube eher, dass er uns da oben hinführt. Und nun ja. Vieles gibt es noch zu entdecken. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.